Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe der Wohnzimmershow aus Fröndenberg an der Ruhr. Mitgebracht habe ich zu Anfang wie jeden Tag das aktuelle Wetter und zwar von heute Morgen 9.30 Uhr auf dem Weg von Frömern, unser nächstes Dorf, was aber zu Fröndenberg gehört, bis hierher praktisch nach Hause. Einen kleinen Ausblick über Wald und Wiese. Und die Wettererwartung heute, es ist heiter und sonnig, leicht bewölkt, Höchsttemperatur 19 Grad und nachts leider nur noch 9 Grad. Also man merkt, es kühlt langsam, aber stetig ab. Und in der vergangenen Woche war ja bereits zu lesen, dass künftig Wetterberichte nicht mehr angegeben werden mit höchstwahrscheinlich sonnig oder weitestgehend bewölkt oder niederschlagsfrei, sondern das Ganze wird jetzt laut Empfehlung der deutschen Meteorologen angegeben in Prozent. Das heißt also, wir haben eine Regenwahrscheinlichkeit von 30%, wird es in Zukunft lauten, oder aber wir haben 50% Sonnenerwartung. Das heißt, damit sollen die Wettervorhersagen genauer werden. Ich bezweifle das. Also ich widme mich der Musik, davon verstehe ich eigentlich mehr als vom Wetter. Und heute hat jemand Geburtstag. Mein früherer Nachbar aus Berlin, Pete Wyoming Bender, der ein wunderbarer Live-Musiker ist und der auch einen großen Hit mal hatte mit Ich habe diese Frau geliebt. Und diesen Titel habe ich auch ausgewählt jetzt als ersten Musikbeitrag. Musik kommt übrigens heute nur aus Berlin. Pete Wyoming Bender, herzlichen Glückwunsch. Ich habe diese Frau geliebt, wie man ein Kind liebt, das man wiegt in seinen Armen. In seinen Armen. Ich habe nur ihr Herz berührt, ein Hauch von Zärtlichkeit gespürt, in jenen Tagen, in jenen Tagen. Das war Musik aus meiner Berliner Nachbarschaft von Pete Wyoming Bender und nun der Hellweger Anzeiger, so wie jeden Tag. Also ich war ja heute Morgen auch schon großflächig unterwegs in Unna und in Fröndenberg und habe gesehen, also der Kirmesaufbau hier in Fröndenberg, der macht Fortschritte. Ich hatte ein ganz interessantes Gespräch mit den Bäckersfrauen über das Kundenverhalten beim Backwareneinkauf. Ganz interessant, und da habe ich gesagt, ich werde da in Zukunft mal ein kleines Interview führen mit den Damen aus der Bäckerei. Und einen kleinen Hinweis noch für Marie-Louise in Groningen. Also ich habe auch mit deiner Lieblingsbackwarenverkäuferin gesprochen, mit Frau Korte. So, und was haben wir heute im Hellweger Anzeiger zu berichten? Da haben wir zum einen BVB hat es geschafft, ein 1:1 gegen Chelsea. Herzlichen Glückwunsch dem BVB, ist ja gerade noch mal gut gegangen. Und in Fröndenberg soll man künftig 2 Stunden parken können, das stand ja zur Debatte im Innenstadtbereich, aber die Vertreter der Kaufmannschaft hier in Fröndenberg war auch vor Ort und die haben gesagt, nein, also bitte nicht in der ganzen Innenstadt, was ja dann auch wohl zu viel wäre, sondern nur in der Meile zwischen Schlecker und Kick. Ja, somit habe ich Werbung gemacht für Schlecker und Kick. Na, warum auch nicht? In Fröndenberg weiß dann jeder, wo es gemeint ist. Also auf den 2 Parkplätzen, da darf in Zukunft statt 1 Stunde 2 Stunden geparkt werden. Was haben wir noch anzubieten hier in Fröndenberg? Es gibt einen weiteren Interessenten für das Gemeindehaus in Ardey. Bis jetzt war man ja der Meinung, dass es nur der Nettomarkt ist. Nein, also es ist noch ein weiterer Interessent im Gespräch. Das heißt also, die Bahnen gehen Richtung Verkauf des Gemeindehauses. So viel aus Fröndenberg und aus dem Hellweger Anzeiger. Wir machen weiter mit der Werbung. Plaudern am Nachmittag, Obstkuchen mit Schlag. Ich mag die Lichter meiner Stadt. Diskutieren bis in die Nacht. Lass mich von deinem Duft verführen, deine Wärme spüren. Caro, ich mag dich. So viel zum Thema Werbung. Ich mache auch weiterhin Werbung und zwar für unseren Hauptsponsor in der Abteilung Facebook, nämlich für die Handelsvertretung Jörg Lehmann. Heute mache ich da besonders gern Werbung, weil seit gestern auf der Homepage von Herrn Lehmann doch auch eine Extra-Seite ist für die Wohnzimmershow. Und da muss ich sagen, da hat er sich so viel Mühe gegeben. Das hat mir richtig gut gefallen und da empfehle ich doch jedem jetzt nochmal besonders gerne einen Besuch auf
auf der Homepage von Herrn Lehmann, denn dann kann man links auch direkt einen Link finden zur Wohnzimmershow, und das hat er ganz liebevoll mit schönen Bildern, die übrigens von Eugen Zümner stammen, geschaffen. Ja, also vielen, vielen lieben Dank, lieber Jörg Lehmann, und die Umfrage läuft natürlich weiterhin. Wer geht wie weit mit seiner Privatsphäre und was teile ich mit? Und ich habe da gestern wieder einiges Neues an Reaktionen bekommen und möchte auch nochmal auf den Hinweis von Rebecca Grube eingehen. Rebecca, du hast recht, ich habe vergessen, einmal zu verlosen. Das ging um das grüne Teil, das ich trug. Ihr erinnert euch sicherlich, und habe gesagt, das konnte ja keiner wissen, ich verlose trotzdem. Also das hole ich heute nach. Ich werde die alten SMS und Nachrichten durchforsten und dann gibt es natürlich da auch einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Hoffentlich tippe ich nicht wieder auf irgendwas, wo keine Adresse beisteht oder kein Name. Nun gut, aber Jolanta Meyer hat sich ja mittlerweile gemeldet hier bei mir und ich hoffe, sie wird sich dran freuen an dem Musikpaket, was sie bald erreicht, liebe Jolanta. Das geht nämlich heute erst per Post an dich raus. Ich habe weiter Musik zu bieten und zwar auch eine Empfehlung von Eugen Zümner, ein junger Mann aus Berlin. Und immer wenn ich den Titel geteilt habe, Halleluja heißt er, dann hatte der wahnsinnige Reaktionen aufgrund der voluminösen Stimme des Interpreten und auch aufgrund des Titels und der Bilder, die dahinter waren. Und diesen Titel, den möchte ich heute mal etwas länger anspielen, als ich es sonst immer mache, sonst habe ich ja immer nur 30 Sekunden Musik. Also dem Titel Halleluja widme ich jetzt mal eine Minute. And a major lift, the building king composing Hallelujah. Hallelujah. Strong, but you need improved. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. Halleluja war das mit Bobby White, und für all diejenigen, die diesen Titel in voller Länge einmal sehen und hören und genießen möchten, habe ich mir erlaubt, den heute mal auf meine Homepage www.westphal.tv zu setzen. Da kann man diesen Titel dann in voller Länge ansehen, anhören. Bobby White, ein Name, den man sich merken sollte. Er arbeitet an seinem ersten Album und wir drücken die Daumen, dass alles toll wird. Also der Stimme ist es zu gönnen. In diesem Sinne, macht nichts, was ich nicht auch tun würde. Ich bedanke mich, dass ihr heute wieder bei mir wart. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid. Ihr wisst ja, ich bin bei euch, ich bin bei dir. Morgen bin ich wieder hier. Ein Bussi links, ein Bussi rechts. Und in diesem Sinne, bis morgen in alter Frische und ein herzliches Om.